es ist auf Holz gemalt und das ist eine große Ausnahme. Wir kannten bis jetzt nur ein Bild auf Holz. Das wäre falsch. Wir haben darüber gesprochen, dass Caravaggio Hilfe brauchte. Es war wieder einmal jemand tot auf der Straße liegen geblieben und er rettete sich zu Giustiniani. Wenn wir ihn nun nicht als den Mike Tyson oder Dieter Bohlen des frühen 17. Jahrhunderts begreifen wollen, manche haben auch mal gesagt, er hätte was von Pasolini. Das ist zumindest unter künstlerischem Aspekt sinnvoller. Ganz kurz, ganz auf den Punkt gebracht, was war das Besondere an Caravaggio, warum musste er kommen im frühen 17. Jahrhundert? Was ist anders in der römischen Malerei, seit Caravaggio dort gearbeitet hat? Es ist ganz einfach, in zwei Wörtern. Er hatte, was er vor den Augen hatte, die Natur in alle Formen, nicht idealisiert, wie zum Beispiel die Bolognese gemacht hatten. Er hatte die Natur eins zu eins wieder zu unseren Augen gebracht. Ich muss es doch erzählen, meine beiden Töchter, jedes Mal, wenn ich mit denen in die Galerie komme und sie sehen den Amor, sagen sie, ach, der Engel mit den Speckröllchen. Besser kann man es nicht sagen. Es ist Natur ohne Veredelung durch Kunst. So ist das. Aber wie Sie auch in den Katalogen mal geschrieben haben, Caravaggio hatte eine fantastische Gedächtnismäßigkeit, aber hatte eine Ausbildung an bildenden Kunst, das enorm war. Und er hatte, ich glaube, außerhalb der Auftrag des Vincenzo Giustiniani, hat sein eigenes mitgebracht und hat eine Anspielung gemacht an seinen eigenen Namen, Michelangelo Merisi. Und dann er hat ein Werk von Michelangelo Buonarroti, also als Muster für seine, so ein bisschen impertinente, würde man sagen, Knabe so gezeigt und hatte der heilige Bartholomäus aus den letzten Gerichten von Michelangelo gezogen. Wobei der Bartholomäus von Michelangelo im jüngsten Gericht angezogen ist und ein alter Mann und er trägt seine Haut als Akt über der Schulter. Daran kann man sehen, dass unser Caravaggio jemand war, der auf ganz hohem Niveau auch in der Lage war, über Kunst nachzudenken. Ja, also... Thank you.